Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Risen. Wir werden nochmal mit allen Leuten sprechen, mit denen wir können, mit dem konnten wir gerade nicht. Chavis. Ah ja, ich brauche ja die zu. Ah, das ist ja die Maus. Das hat uns ja der Illuma aufgetragen. Ah, ich erinnere mich. Ich brauche die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels. Oh Mann, diese Informationen werden besser gehütet als die Spruchrollen selbst. Ich kenne nur die Zutat für den Zauber Licht. Was brauche ich für den Zauber Licht? Du brauchst ein paar Goldstücke. Ist das dein Ernst? Goldstücke? So steht's geschrieben. Ich habe es nur durch Zufall in einem Buch entdeckt. Wenn du alle Zutaten rausfinden willst, kann das ganz schön lange dauern. Ich kann dir nur raten, frage die anderen Novizen und lies jedes Buch, das du finden kannst. Das werde ich mir merken. Danke. Okay. Ah ja, das haben wir noch gar nicht gefragt. Achso, nee, hier hast du ja das Zeug. Hier ist das Zeug, das du brauchst. Wunderbar. Ich stehe zu deiner Verfügung. Okay. Oh, Jagd? Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Bogen, sehr toll. Naja. Kann ich dir helfen? Ich beschäftige mich noch mit den Grundlagen der Spruchrollenschreiberei. Versuch's mal mit den Buchständern in der Schule. Danke, werde ich tun. Okay. Damit ist der also... Achso, der macht das jetzt wirklich? Achso, nee, der geht an den Alchemietisch. Okay. Erlan. Hast du eine Ahnung, wer mir noch Zutaten verraten kann? Jarvis und Ash kannst du mal fragen. Oder du siehst dich mal in der Bibliothek um. Ansonsten frag Enzo. Er weiß eine ganze Menge. Hast du ihn noch nicht gefragt? Wir haben Zoff. Okay, warum eigentlich? Warum hast du Zoff mit Enzo? Lange Geschichte. Um es kurz zu machen, ich habe mal was genommen, was ihm gehörte. Schätze, er mag keine Diebe. Ich wusste nicht, dass es sein Truthahn ist. What the fuck? Ein Truthahn? Na gut, ein Truthahn wird wertvoll sein. In solch harten Zeiten. Truthahn? Ihr streitet euch wegen eines Truthahns? Weißt du, wie schwer es ist, hier an einen Truthahn zu kommen? Ziemlich schwer, nehme ich an. Genau. Wenn es einfach wäre, hätte ich ihm schon längst einen gegeben. Dann wäre die Sache aus der Welt. Erlan und Enzos Truthahn. Na, super. Tolle Quest, gell? Wenn ich einen Truthahn finde, bringe ich ihn dir. Das wäre nett. Allerdings habe ich da wenig Hoffnung. Lass das mal meine Sorge sein. Okay, also irgendwo müssen wir einen Truthahn finden. Können wir dem schon ein bisschen was sagen? Ah, wir kennen Licht. Oder nee, das sagen wir dann erst, wenn wir alle miteinander gesammelt haben. Was noch eine Weile dauern kann. Enzo. Du hast Streit mit Erlan? Streit? Nein. Ich habe ihn beim Klauen erwischt. Mit Dieben will ich nichts zu tun haben. Es ist verständlich, aber... Er wusste nicht, dass der Truthahn dir gehörte. Wenn es ihm wirklich leid tut, hätte er mir einfach einen neuen Truthahn bringen sollen. Weißt du, wie schwer das ist, hier einen Truthahn zu besorgen? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Mit deinen Problemen musst du alleine fertig werden? Du hast Bronco des Mordes überführt. Damit ist es dir nicht nur gelungen, den Mord an Hemla aufzuklären. Du hast auch unsere Gemeinschaft von einem gefährlichen Verräter befreit. Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm, ich will dir etwas zeigen. Ist das nicht der Sprecher aus dem Vorspann? Okay. Kalala. Ah ja, Moment, Ash. Entschuldige, dass ich dich kurz verlasse, aber Ash. Hast du schon die Prüfungen von Meister Illuma absolviert? Ja, die habe ich schon geschafft. War ganz schön mühselig. Ja, kannst du noch ein paar Zutaten? Kennst du noch die Zutaten für die Sprüche des ersten Siegels? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Hast du eine Ahnung, wie lange das her ist? Ja, aber irgendwas. Komm, ein Spruch. Außer Licht, den kenne ich schon. Irgendwas musst du doch noch wissen. Ja, ja, ich denke ja schon nach. Mann, ich hätte weniger rauchen sollen. Komm schon, denk nach. Ja, ja, jetzt stör mich nicht. Ich hab's gleich. Genau, Meister Abrax. Er hat mir weitergeholfen.
Wer ist das? Ja, ein Meister, schon klar, aber... Wer ist Meister Abrax? Der Alchemist wohnt im Keller. Schwierig zu finden, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Aber du weißt etwas darüber. Naja, nicht wirklich. Hab mich damals mächtig verlaufen. Und es ist ziemlich dunkel da unten. Aber ich kann dir sagen, wo der Eingang ist. Ja, wo? Wo ist der Eingang? Der Eingang ist in der Bibliothek. Sehr gut versteckt. Wie genau man ihn öffnet, weiß ich leider nicht mehr. Und er weiß natürlich überhaupt nichts, gell? Versteckter Keller. Du verarschst mich doch. Nein, ehrlich. Abrax zu finden ist Teil der Prüfung. Seine Prüfung musst du nämlich auch machen, um aufgenommen zu werden. Viele Novizen haben schon gedacht, sie seien fertig, weil sie nichts von Abrax wussten. Ah, okay, das ergibt mehr Sinn. Mir nach. Ja. Ich gehe dem nur nach. Ich mach's nicht. Okay, das sah jetzt gerade ein bisschen pervers aus, aber... Also, tja. Okay, tut mir leid, dass hier gerade ein seltsamer Cut war, aber es war ein bisschen komisch. Tastenkombination hat sich aktiviert, nachdem ich den Scherz gemacht hatte. Und dann musste ich nochmal hierher spielen, seit der Sache mit Bronco und... Wo bleibst du? Ja, okay. Ja, hier. Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Okay. Lesen wir doch mal alles. Alter Buchständer, Hier. Ach. Überspruchrollen. Okay. Und Zutaten. Aha. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Nein, den habe ich allen verkauft. Verdammt. Das muss ich natürlich erst jetzt rausfinden, gell? Und nochmal. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Immerhin, kein Dietrich abgebrochen. Sehr gut, okay. Nächster Buchständer. Weisheit. Hier steht etwas über Magie. Sehr gut. Hallo, ich mag daher. Hallo? Hi, Novize. Ja. Was machst du hier? Wenn ich nicht gerade arbeite, suche ich ein Buch. Was für ein Buch? Weisheit im Kampf. In dieser Festung soll es eigentlich ein Exemplar davon geben. Machst du denn sonst etwas noch, außer... Nur lesen, ich meine, ich könnte persönlich nicht den ganzen Tag lesen und wahrscheinlich eigentlich keiner. Machst du sonst noch was außer lesen? Schreiben. Du schreibst Bücher? Nein, Spruchrollen. Ich muss dafür sorgen, dass der Orden immer genug Spruchrollen der Heilung in seinem Arsenal hat. Also, wenn ich gerade nicht hier bin, findest du mich in unserer Kammer am Schreibpult. Ansonsten trainiere ich meine Stärke und den Umgang mit der Armbrust. Armbrust? Aha. Es ist nicht die Waffe, die wir benutzen sollen, aber ich bin verdammt gut. So gut, dass du mich trainieren kannst? Für dich wird's reichen. Hey. Was kannst du mir beibringen? Armbrust und Stärke. Naja, Stärketöne haben wir genug. Mach doch mal eine Pause. Du willst lesen? Na schön. Eine Pause kann nicht schaden. Okay. Ah, Komponente für geringe Heilung. Ah ja, der macht ja Heilungsspruchrollen also. Kannst du mir die Komponente für geringe Heilung verraten? Ich weiß nicht. Ich könnte schon, aber wofür brauchst du sie? Schließlich gehörst du ja noch nicht zu uns. Ich brauche die Zutaten für Ilumas Prüfung. Dann gehörst du sozusagen fast zu uns. Pass auf, ich suche Weisheit im Kampf. Wenn du mir das Buch bringen kannst, erkläre ich dir alles über die Spruchrollen. Okay. Dann jetzt geh weg. Interessant. Ja, interessant. Was ist das hier? Gut. Ich wollte nur schauen, ob das anklickbar ist. Halt jetzt nicht zu. Ich will da jetzt nämlich reingehen. Tot. Okay, nee. Okay, Fackel.
Ich will lange Fackeln, bitteschön. Oh Gott. Auf die Null. Okay. Gut. Hier unten ist es gespenstisch. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Was ist denn? Ich? Was da? Oh, nee, zuerst da. What? Hat der gerade von da hinten was aufgehoben? Was ist das hier? Ah, den kann ich nur, wenn ich ihn so anschaue, kann ich ihn nicht sagen, was das ist, aber so schon. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Alles klar. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nicht. Also, Schreibpult, okay. Das suche ich. Hm, interessant. Ich suche Weisheit. Nicht nur Weisheit im Kampf, auch normale Weisheit. Ah, Schlüssel. Sehr gut. Ah, der da. Ne. Bei von nun an werde ich diese Ringe alle anklicken. Mist. Ja, sehr toll. Moment, Idee. What? Okay. Safe. Gut, dann. Haha, Truhe. Ach, und nochmal. Nochmal von vorne. Immerhin brechen die abgebrochen. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, immerhin brechen die Dietrichen nicht mehr, aber. Tja, Pustekuchen. Ein Mana-Trank, oder? Ja. Schatztruhe, oder? Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Blablabla. Wer sagt's denn? Okay, da haben wir. Immerhin. Naja. Vielleicht für 100 Gold oder so. Oder 50. Das haben wir schon gelesen. Das ist nicht Weisheit im Kampf, oder? Nee. Wobei ich nehme das an, das wird schon gut gekennzeichnet sein. Dann haben wir nur noch diese Tür. Und die geht auf. Sehr gut. Alles klar. Buchständer. Hm, interessant. Ja, interessant war gerade auch dieser Blickwinkel. Moment, ein Buch, das möchte ich natürlich gleich mal lesen. Von der Runenmagie. Okay. Ich lese mal vor. Einst waren es die Götter, die den Menschen die Magie gaben. Und die Menschen wirkten die Zauber und wurden zu Magiern. Um die Macht weiterzugeben, erschufen sie Runen und sammelten die Magie darin. Doch dieses Wissen wollten sie vor den Menschen verschließen. Denn so sprach der Meister: Die Zeit der Menschen war, ist und wird vom Krieg erschüttert. Die Macht der Magie darf nicht in den Händen aller liegen. So beschlossen sie, die Menschen vor der Magie zu schützen. Sie versiegelten die Runensteine mit Zeichen des Schutzes. Und das Wissen, die Siegel zu brechen, bewahrten sie auf und gaben es nur an ihre Schüler weiter. Hammer geil Hintergrundgeschichte. Okay. Tür Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Voll geil auch die Hall-Effekte. Ja. Und hier ist was. Hup. Ruhe. Yes, richtig, beim ersten Mal. Naja, okay. Ist das Kristallkugel der Telekinese, über Telekinese und ein Loch. Erstmal Loch anschauen. Nö, schade. Dann über Telekinese lesen. Telekinese. Kraft der Gedanken bewegt Materie, um Gegenstände aus großer Entfernung zu Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Ah, habe ich schon eine Idee, was sein könnte? Ja, und das macht man nämlich auch als Bandit, was man jetzt macht. Und zwar das hier und... Jo, man kommt zu diesem
Teil hier raus, genau. Und ich möchte euch jetzt mal was Kleines zeigen. Und zwar habe ich mich das erste Mal, wie ich das gespielt habe als Bandit, das macht mir irgendwann sehr viel später, meiner Meinung nach. Und, tja. Magie wirkt hier nicht. Antimagie-Kristalle, gell? Also nix mit hier mit Telekinese reinkommen und Schalter aufmachen. Ohne Fernkampfwaffe kommst du in diese Kammer nicht rein. Dumm gelaufen. Okay. Erstmal hier umschauen. Noch mehr Buchständer. Die Hintergrundgeräusche sind auch extrem vertrauenserweckend. Ja, extrem vertrauenserweckend. Aber naja. Interessant. Ja, das ist alles interessant und so. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Und irgendwie handelt hier der zweite Text von irgendwelchen magischen Sprüchen. Ein magisches Kraftfeld. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Die gibt es auf der ganzen Insel, soweit ich weiß, und die kann man nur mit irgendwelchen speziellen Zaubern oder so aufmachen. Interessant. Okay. Moment, dringt's hin? Oder auch nicht. Okay. Gut. Den Ring daneben. Auch. Schade. Den Ring hier. Aha! Alter Skelett! What the fuck? Warum können wir auf einmal Angriffe aufladen? Alter, bist du stark oder was? Komm her! Komm her. Komm her. Jetzt ist Schluss mit Skelett-Time. So, jetzt aber. Jetzt ist Mist. Komm her. Ja, endlich. Die stehen aber nicht wieder auf wie in Dark Souls, oder? Knochen und Fackel und Gold. Na, wie der Gold mit sich tragen kann, weiß ich auch nicht. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Okay. Wo ist die Fackel hin? Scheiße, habe ich die jetzt auf ewig fallen gelassen? Kenn ich schon. Ja, kenn ich schon. So, haben wir noch irgendwas, was Lebensenergie... So, zur geringen Maße. Ja, das werde ich jetzt einmal fressen. Hier Brot, Wurst und so ein Zeug. Käse auch. Wurst. Käse. Noch ein bisschen Wurst. Ein paar Äpfel. Dann noch eine Karotte hinterher. Und ein Stück. Verdammt! Ich wollte ein Stück Hühnchen essen und nicht einen Heiltrank. Verdammt. Aber naja. Auch Wurst. Noch mehr Buchständer. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Alles klar. Interessant. Genau. So, und jetzt schauen wir uns noch die Truhe... Und nochmal von vorne. Die Truhe an. Ah. Die gibt es nämlich auch, diese... Okay, was ist hier? Magiekristall. Beschwören von magischen Geschossen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, was und wie es hier weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal.